der Server ist gecrashed. Hat jetzt das zur Bedeutung eigentlich nur? Dass ich da jetzt nicht gleich alles fertig mache, sondern ich werde. Abbrechen. Hoppala, ich bin da nicht. So. So, okay, neuer Versuch. Ich lasse die Folge jetzt drinnen, dass ihr seht, mit welchen Problemen auch man zu kämpfen hat. Ich bin froh, dass der Server gecrashed ist, wo alles nicht funktioniert hat. Jetzt haben wir natürlich den Fort auch nicht mehr. Wie gesagt, ist gut. Den hole ich dann später. Was war da mal ein Misthaufen da? Ich bin gespannt, ob alles funktioniert. Passt, funktioniert. Dann steht uns jetzt für die Serientasse so hoffentlich nichts mehr im Weg. Ich werde jetzt auf jeden Fall so lange machen, bis wir46 Ballen haben ungefähr, ja. 46 Ballen werde ich dann umschwenken. Das heißt, das waren drei Felder, schätze ich.
das zweite Spiel ist natürlich auch nicht so geil mit. So schön. Schon was raus, muss man sagen. Ich meine, wir haben jetzt eben die 137.000 Liter ja, stimmen ja jetzt nicht, wenn mir viel mehr da steht. Aber wie gesagt, theoretisch könnten wir jetzt mit dem Ansammeln von dem Gras eigentlich auch schon anfangen. Und lassen das alles. Schon seinen Helfer machen. Aber ich würde halt gern zuerst eben mit den Feldern beginnen, dass der Gruber dann hinterher grubern kann. Im Ansehen, ja, das können wir dann eh auch gleich hinterher. Läuft gut jetzt. Ich denke, das ist fast schon eine Ladung, eine Wagenladung hier an Ballen, die da herumliegen. Das ist. Ich bin fest überzeugt, dass es hier. Einer wird. Thank you.
So, Leute. Vorletzte Bahn. Das geht sich 100% aus. Wir sind genau an der Wagenladung jetzt. Das heißt, wir werden das daneben gleich noch selber machen. Und dann werden wir schon anfangen. Natürlich. Zum Ansammeln. Glaube ich, ist es in Zukunft besser, auch wenn wir das gleich am Hof pressen. Ja, es ist halt schon ein Wahnsinn. Das sind ja ein paar Abfahrer dann, die da herhalten müssen, aber ich glaube im Großen und Ganzen effizienter. Also 97 Ballen waren es beim letzten Durchgang, ja. Komplett. Das haben wir jedenfalls schlagen. Ich schätze, dass es nur 150 werden. Das ist. Das wird jede Menge. Zwischendurch schauen, was jetzt die BGA schon kostet. Immer total teuer. Merkt doch, glaube ich, den Unterschied. Das Feld ist ja nur einmal gedüngt und das, was wir gekauft haben, ist natürlich zweimal gedüngt. Viel mehr da eigentlich rausgeht. Ja. Also, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir werden dann viel mit Gülle und so arbeiten, natürlich. Wetter da rein. Geht sich da nicht aus? So, Lenny. Gut, das Feld ist ja um einiges kleiner auch noch, als das andere da oben gerade.
Nichtsdestotrotz werden wir da schon noch ein paar Ballen rauskriegen. Wir sehen auf der rechten Seite Grasballen, das sind die, die dann zu uns kommen. Dieser Lebefang, den man uns schon gemacht hat. Ist ja noch eine Idee für den Bau unseres Hofes gekommen. Ich möchte das aber zuerst alles wirklich. Ich werde das mal offline bauen in einem Einzelspieler-Match oder in einem Einzelspieler-Spielstand, weil ich möchte mich davon überzeugen, dass das auch wirklich gut funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Wäre doch jetzt immer das, was wir da jetzt während der Erntephase verdienen, da rechts oben. Und wir haben jetzt eigentlich gut auch Einnahmen durch die Windmühlen. Wir haben da jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Stück haben wir. Ich werde das gleich immer auf den Kredit drauf zahlen. Ja? Also nicht wundern, warum das Geld dann immer weniger wird. Ich werde nichts kaufen. Es ist nur, vielleicht dass die Zinsen runtergehen und. Mehr auch schon nicht mehr. Hoppala. Sollte da während der Ernte nicht so oft passieren. Sehr schön. Gut. Dann sehen wir uns, würde ich sagen, am nächsten Feld. Bis dann, macht's gut und rein. Ciao.